Herzlich willkommen bei World Changer, dem Nachhaltigkeitsmagazin der Salzburger AG. Klimaschutz, CO2-Einsparung und die Nutzung von erneuerbaren Energien sind Top-Themen. Ein jeder von uns kann dafür etwas tun. Vorreiter ist die Familie Brommecker in Koppel. Die Energieberatung hat sie zu Hause besucht. Im Salzburger Flachgau, genauer gesagt in Koppel, ist die Familie Brommecker zu Hause und schon von der Bundesstraße aus sieht man, dass hier ein Energieeffizienzexperte am Werk war. Mehrere Ideen sind hier zusammengekommen. Nachdem die Tochter ihr neues Haus gebaut hat, hat man sich auch im Elternhaus neu orientiert und gesehen, dass energiespartechnisch heutzutage einiges möglich ist. Wir haben also die Ölheizung rausgerissen, haben das ersetzt durch eine Wärmepumpe mit einer Tiefenbohrung, das sozusagen die Wärmeenergie und die Energie für das Brauchwasser bringt. Wir haben das unterstützt mit der PV-Anlage. Wir haben eine Südost- und Westausrichtung in der PV-Anlage. Ich habe eine Ladestation für mein Elektroauto und das Elektroauto kann ich eben lade ich zu 100% zu Hause. Dazu allerdings noch etwas später. Auch die Pumpe des Schwimmteichs, der den Garten von zwei Einfamilienhäusern verbindet, wird mit Koppler Sonnenstrom betrieben. Und dass das auch gut sauber bleibt, das Ganze, braucht man Schwimmbadtechnik mit einem Filter, da haben wir Pumpen. Und die Pumpen braucht natürlich auch einen Strom. Und die rennen so, ich sage einmal, über den Tag um 10 Stunden. Auf das Jahr hochgerechnet verbraucht die Pumpe etwa 1500 Kilowattstunden. Dieser Strom wird durch drei Photovoltaikanlagen erzeugt, die eine Leistung von 15,6 kW Peak haben. Die PV-Anlagen am Hausdach schauen nach Osten und Westen, die vor dem Grundstück nach Süden. Kommen wir jetzt aber zur Gartensauna. Ja, und da ist unser Sauna, die wir sehr, sehr oft nutzen. Ich denke, so 40 Mal im Jahr sind wir da in der Sauna herinnen. Wir können den Sonnenstrom direkt da verbrauchen und das, was zu wenig ist, kriegen wir über unsere Batterie, die wir im Keller unten haben. Dadurch die Sauna eine Außensauna ist, braucht man eine hohe Leistung. In diesem Fall werden für den Betrieb 12 kW benötigt. Bevor es aber in den Keller zur eigentlichen Technik geht, machen wir noch einen Abstecher zum schon angesprochenen Elektroauto. Ja, da habe ich mein Elektroauto. Dieses Elektroauto kann ich mit meiner PV-Anlage, mit dem Koppler Sonnenstrom laden. Von der PV-Anlage, die am Dach bzw. vorne auf der Mauer oben ist, geht es direkt dann über die Ladestation ins Auto rein. Im Auto drinnen habe ich dann einen Speicher mit ca. 36 Kilowattstunden. Da kann man dann in etwa 200 Kilometer mit dem Auto fahren. Übrigens ist das Elektroauto ein optimaler Speicher für selbst erzeugten Strom. Ein Projekt wie dieses gehört natürlich gleich zu Beginn natürlich auch mit dem Stromnetzbetreiber, das ist die Salzburg Netz GmbH, besprochen und abgestimmt, damit man die Anforderungen des Stromnetzes gleich in der Planung mit dabei hat. Das ist wichtig, damit es dann einfach problemlos über die Bühne geht. Eine Photovoltaikanlage, aber noch viel mehr ein Akku oder ein Elektroauto sind für Stromnetz interessante Komponenten. Besonders interessant sind sie dann, wenn sie vom Stromnetz auch gesteuert werden können oder mit beeinflusst werden können. Warum? Dann, wenn Stromüberschuss im Netz ist, viel Sonnenschein zum Beispiel, dann kann das Stromnetz solche Anlagen in Betrieb nehmen, die verbrauchen dann Strom. Oder im Gegenteil, wenn Strommangel herrscht oder Lastspitzen sind, dann kann das Stromnetz solche Anlagen sogar als Energieerzeuger, als Stromlieferanten nutzen. Und so macht das System gesamtheitlich natürlich viel mehr Sinn. Ein sehr spannendes Thema. Den zweiten Teil der Geschichte sehen Sie übrigens in unserer nächsten Sendung am 20. Februar. Mehr Informationen zur Energieberatung finden Sie wie immer auf unserer Webseite. Nachhaltigkeit und Klimaschutz ist mittlerweile auch ein Mittelpunkt von vielen Unternehmen. So denken mittlerweile auch unsere Skigebiete an unsere Natur und haben sich dem Projekt Clean Energy for Tourism angeschlossen. Die Klimaerwärmung schreitet voran. In der Schweiz hat der Gletscherrückgang dramatische Ausmaße. Experten rechnen damit, dass bis zum Jahr 2100 80 bis 90% der Eismassen schmelzen.
Die Gletscher in der Schweiz sind demnach nicht mehr zu retten. Eine Verlangsamung der Erderwärmung kommt für die Schweizer Gletscher also zu spät. Die Klimaerwärmung ist nicht nur ein Problem in anderen Ländern dieser Erde, sondern ist längst bei uns in Österreich und Salzburg angekommen. Auch am Kitzsteinhorn untersuchen Forscher den Rückgang des Gletschers. Jetzt heißt es auf jeden Fall handeln und das schnell. Die Betreiber des Skigebietes sind sich dem Klimaschutz bewusst und arbeiten gemeinsam unter anderem mit der Salzburger AG an der Klimawende. So werden Skigebiete mit neuesten Energiesteuerungstechniken ausgestattet. Ziel ist es, mit Clean Energy for Tourism ein intelligentes Energiemanagementsystem zu schaffen, das CO2 einspart. Das bedeutet, die bestehende Infrastruktur soll effizienter genutzt werden, die Energieeffizienz soll gesteigert werden und erneuerbare Energie integriert werden. Im Detail geht es darum, dass wir wirklich die großen Anlagen wie Lifte, Beschneiungsanlagen, Pumpen, aber auch die Gastronomie wirklich in ein Energiemonitoring aufnehmen wollen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel Energie da ist. Dann geht es darum, um Optimierungsalgorithmen zu entwickeln, einfach um die Effizienz zu steigern, intern die Potenziale zu erheben, aber auch um die Optimierung gegenüber dem Energiemarkt. Weil wenn die Preise billig sind, bedeutet das, dass viel erneuerbare Energien im System sind und das bedeutet auch weniger CO2. Und genau das ist ja unser Ziel. Weniger CO2, ein Ziel, das echte World Changer schon längst im Visier haben. Skigebiete sind erfahrungsgemäß durch Beschneiungsanlagen und Lifte eine energieintensive Branche. In Salzburg werden sie schon jetzt mit 100% Ökostrom von der Salzburger AG versorgt. Trotzdem geht noch mehr. Aus diesem Grund setzt man sich mit dem Thema Energieeffizienz sehr intensiv auseinander, um weniger Energie zu verbrauchen. Und ein ganz wesentlicher Teil davon ist bei unserem Unternehmen auch die Stromerzeugung. Wir betreiben in unserem Unternehmen ein eigenes Wasserkraftwerk, wo wir zum Beispiel ca. 60% der Energiemenge, die für die Beschneiung erforderlich ist, im Sommer selber produzieren können. Und das wollen wir zukünftig natürlich auch dementsprechend in einen virtuellen Speicher dann unterbringen, sodass wir diese Energiemengen dann auch 1:1 für die Beschneiungsanlagen in Zukunft nutzen können. Und wir versuchen natürlich auch aus Salzburg dabei zu unterstützen, dass wir die Energie, die selber erzeugt wird in Zeiten, wo es nicht benötigt wird, dass wir das für Sie im Pumpspeicher Diesbach speichern und dass wir Ihnen das dann zur Verfügung stellen, genau dann im Winter, wenn es für die Besteinung benötigt wird. Also eine runde Geschichte dieses Clean Energy for Tourism, das aus Mitteln des Klima- und Energiefonds gefördert und im Rahmen der Vorzeigeregion Energie durchgeführt wird. Das erwähnte Pumpspeicherkraftwerk Diesbach spielt hier eine wichtige Rolle. Die dort eingesetzten 24 Pumpen, die zu einer Matrix zusammengeschlossen wurden, ermöglichen das flexible Speichern von Energie. Dabei werden die Pumpen einzeln wie Orgelpfeifen zusammengeschaltet, um das Wasser vom Unterbecken in den Stausee zu bekommen. Kommen wir jetzt aber zurück ins Skigebiet. Unser Fazit: Daumen hoch für das intelligente Energiemanagementsystem für unsere Skigebiete. Die grundsätzliche Idee: Energie speichern, wenn sie nicht gebraucht wird. Dadurch wird der Energiebedarf reduziert, die Netze entlastet und die Kosten optimiert. Hört sich etwas kompliziert an, aber am Ende des Tages wird somit die Energiewende unterstützt. Überwachungs- und Smart-Home-Systeme können durchaus das Sicherheitsgefühl zu Hause stärken. Es birgt aber auch Risiken. Aus diesem Grund haben wir uns eine Ausstellung angesehen. Um Einbrecher fernzuhalten, gibt es oft Videoüberwachungssysteme, die vielleicht verhindern, dass jemand ins Haus einsteigt. Allerdings können sich andere durch die Vernetzung dieses Gerätes Zutritt ins Wohnzimmer verschaffen. Na, wenn wir zum Beispiel an eine Videoüberwachung in meinem privaten Bereich oder in meinem Zuhause denken, kann es durch diese digitale Videoüberwachung tatsächlich sein, dass Fremde jederzeit auf mein Zuhause zugreifen können, schauen können, was bei mir zu Hause passiert. Sie können Daten hacken, sie können eben in meine Privatsphäre eindringen. Den richtigen Umgang mit Smart Home zeigt eine Ausstellung in der Arbeiterkammer Salzburg, die noch bis zum 17. Februar läuft. Danach geht die Ausstellung in den Salzburger Gauen weiter. Big Brother is watching you.
Ja, und diesen Satz, den kennen wir ebenfalls mittlerweile. Und so sind es auch die smarten Dinge des täglichen Lebens, die permanent Daten hochladen. Vorteil des Kühlschranks ist, dass ich immer weiß und überall überprüfen kann, was ist in meinem Kühlschrank drinnen. Oder er schlägt mir auch Rezepte vor mit den restlichen Zutaten, die ich noch habe. Der Nachteil ist, dass hier Apps installiert sind, die ich nicht beeinflussen kann. Es wird mir quasi vorgegeben, wo ich einzukaufen habe. Auch zum Beispiel die Gesichtserkennung am Handy birgt gewisse Risiken, wie das folgende Beispiel zeigt. Hier am Pizzakonfigurator kann man sich eine Pizza belegen, indem man ganz einfach auf die Zutaten schaut. Wir haben hier den Gedankenleser Wunschpizza, der wird mit einem Eye-Tracking-System betrieben. Dieses Eye-Tracking-System liest deine Augen ab, speichert deine Augen. Das ist ein biometrisches Datum, das ist einzigartig. Man verwendet das bei Handys zum Entsperren beispielsweise. Die Gefahr ist, dass das ganz leicht gehackt werden kann und hier Missbrauch betrieben werden kann. Der Vorteil von solchen Systemen ist, dass jemand, der beeinträchtigt ist von der Bewegung her, hier mit den Augen Systeme steuern könnte. Was auch ganz gut ankommt, ist unser Vector, der auch das Sprachassistenzsystem Alexa drauf hat. Er schaut recht niedlich aus, man mag ihn gleich gern. Sowas stellt man sich natürlich auch lieber ins Wohnzimmer oder ins Kinderzimmer als einfach nur eine Box. Kommen wir allerdings jetzt zu unserem World Changer Thema. Es geht um die Energieeffizienz im Haushalt. Und auch hier gibt es einige Vorteile, was Smart Home betrifft, allerdings auch Nachteile. Vom Energieverbrauch her ist Smart Home eine Chance, Energie zu sparen. Denn nur durch das Wissen über den Energieverbrauch, also wann, wo, wie viel man verbraucht, hat man eine Chance, auch Einsparungen zu treffen. Natürlich, damit diese Geräte vernetzt sind und miteinander Informationen austauschen, ist Strom nötig, rund um die Uhr. Und wenn man durch diese Vernetzung nur 10 Watt mehr Leistung hat, das sind zum Beispiel 2 kleine LED-Lampen, dann hat man übers Jahr gerechnet einen Strommehrverbrauch und Mehrkosten von schon mal 15 Euro. Weitere Informationen zur Energieeffizienz finden Sie wie immer auf unserer Website. Das war's auch schon wieder bei World Changer, dem Nachhaltigkeitsmagazin der Salzburg AG. Das nächste Mal am 20. Februar.